Warum nicht? Waldemar Herzog. Anleihopa. Gepäckträger! Da gibt's denn hier keinen Gepäckträger! Das schrei nicht so herum, Franz. Nimm mal einfach ein Wagerl, oder? Wagerl? Ich bin ja nicht in einem Supermarkt. Ich will kein Wagerl, ich will einen Gepäckträger, wie sich das gehört, wenn ein Mensch verreist. So gut, dann nimm halt an, ich bin dein Gepäckträger. Nein, das kommt nicht in Frage. Waldemar, in deinem Alter, ich könnte ja den Schlauch treffen, wenn du diesen schweren Koffer schleppst. Aber ich schleppe ihn ja nicht, ich stehe nur aufs Wagerl her. Halt, das ist Mensch. Halt, Entschuldigung. Lass doch die Leute in Ruhe. Deinetwegen werde ich noch meinen Zug versäumen. Aber nein. Das wäre nicht du selber dran. Nein, du, in solchen Fällen nimmt man heutzutage einen Wagen. Aber da drüben steht noch eins. Und bitte trödel nicht so herum, stell endlich den Koffer auf das Wagen. Du schlafst ja im Stehen ein. Wie furchtbar ist das. Und viertens. Hast du dir drittens gemerkt? Gut, also drittens war, du sperrst jeden Tag um 8 Uhr früh das Büro auf. Und zwar pünktlich. Und viertens, du setzt dich dann an meinen Schreibtisch und füllst den Tagesplan aus. Ja? Die Formulare dafür habe ich dir schon hingelegt, und zwar für die ganze Woche 11 Stück. Warum 11 Stück, wenn du nur eine Woche wegbleibst? Naja, ich habe selbstverständlich einkalkuliert, dass du ein paar verpotzen wirst. Nicht? So was muss mit Akribie gemacht werden, und das war ja nie deine Stärke. Ne? Steigst du in den Waggon ein, da? In den? Nein, ich fahre nicht gern im letzten Waggon. Ach, du lieber Himmel, mir bleibt nichts so Sport im Leben. Sie sind das, der ominöse Mensch, Franz. Und da haben wir ja den kleinen Betrüger in ihrem Vorwasser. Na, mir bleibt nur das Jenseits offen. Bist du angene Frau? Sind Sie wieder in Wien? Was ist denn das für eine einfältige Frage? Sehen Sie mich hier oder sehen Sie mich nicht? Sie sollten sich ein bisschen mehr Dioptrien anschaffen. Ja, es hat uns sehr gefreut, Neva. Aber jetzt müssen wir leider gehen. Ich verreise nämlich. Ja, also da kann sich ja jeder dahergelaufen eine Reise leisten. Ich bin gerade angekommen. Schön. Ja, bleiben Sie länger da. Noch unsere Bergtour? Ich? Nein. Warum haben Sie denn so einen Berghut auf? Naja, die Männer heutzutage, die wissen ja nicht mehr, was man wohin anzieht. Der Meinige, den es ja leider Gottes schon dahin gerauft hat, der hat das ganz genau gewusst. Der hat Gamsbärte nur über 1000 Meter Seehöhe getragen. Ein weiser Mann. Komm, Waldemar. Ach, und so einen Pimpernkoffer, den hat er immer getragen. Mit einer Hand. Schwächling. Natürlich, ich bin doch nicht. Ein Pickel und ein Seil, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich fahre nach Bayerbach, da gibt es nur ganz wenige 5000er. Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Danke dir vielmals, Waldemar. Nach 8 Jahren verreise ich zum ersten Mal wieder, jetzt ist mein Koffer. Hallo! Dankeschön. Sind wir mein Koffer? Sie haben keine Luft mehr. Au! Das ist ein Eispickel und einem Seil unterwegs, eine Sauerstoffflasche, dass ich mitnehmen soll. Bitte schau. Auf den Bahnhof gehen. Das ganze Bayerbach macht dann keine Freude mehr. Sie, hallo, steigen sein. Ja, was ist? Hören wir vielleicht ein bisschen schlecht? Ja, nein, danke. Ich fahr lieber mit der Straßenbahn. Das schaut Ihnen ähnlich. Schwarz, was? Also machen Sie keine Geschichten, ich bring Sie nach Hause. Nein, ja, aber ich hab nicht. Na, glauben Sie, ich tue Ihnen was im Taxi? Sie einfältiger Mensch. Na, komm, steigen Sie ein. Ja, also bitte. Das ist sehr freundlich von Ihnen, gnädige Frau. Das ist halt so meine Natur. Obwohl ich gar keine Veranlassung habe, freundlich zu Ihnen zu sein, wo Sie mich so belogen und betrogen haben mit dem falschen Namen und mit der falschen Adresse. Aber in mir sägt eben leider immer die Güte. Also, wo wohnen Sie? Ich fahre nicht nach Hause. Ah, feig, was? Sie wollen nicht, dass ich weiß, wo Sie logieren. Bilden Sie vielleicht ein, dass ich das geringste Interesse habe, das zu erfahren? Ja, nein, es ist so, ich fahre ins Büro von meinem Freund, von Franz.
Oberagentur, weil ich ihn dort vertrete. Wohin bitte? Bitte, es wäre Ratschkegasse 44, ja? Oberagentur? Wer braucht denn sowas? In einer Zeit, wo es eh so viele alte Männer gibt. Ja, wir tun Babysitten. Also wir passen auch auf größere Kinder auf. Ja. Gegen Geld? Ja. Das ist unanständig. Ja, wir nehmen ja nicht so viel, das sind nur so viele Spesen und so. Man muss ja aufpassen wegen der Pension. Ne? Ich bin auch zum Babysitten nach Wien gekommen. Aber ich mache es aus reiner Menschlichkeit. Für meinen armen Sohn und meine schreckliche Schwiegertochter. Die zwei wollen 14 Tage verreisen. Und da übernehme ich meinen Enkel. Das ist aber schön. Hm? Ja, vor allem für den Buben. Da wird er endlich eine ordentliche Erziehung haben. Bis jetzt hat er nämlich überhaupt keine. Mein Sohn ist ein schwächlicher Charakter und meine schreckliche Schwiegertochter ist vollkommen unnütz. Ich habe mir schon einen schriftlichen Plan gemacht, wie ich den Knaben auf Vordermann kriege. Um 5:30 wecken, dann morgen turnen. Der Puppe ist viel zu dick. Sie übrigens auch. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Nix, die ist schon tot. Ja. Vielleicht hat sie sich damit verbessert. Na, da haben wir's. Es ist halt Natur. Und das bleibt da. Wenn der Herr Herzog schon arbeiten muss, da bei Ihnen wie ein Narrischer, dann soll er wenigstens was Anständiges zum Essen kriegen. Was Anständiges kann es ja gar nicht sein, wenn Sie es gekocht haben. Und uns wäre nicht den Schreibtisch von Herrn Franz verunreinigen mit dem Kirl da. Wo haben Sie denn das her? Bei der Ausspeisung geplant? Lass es da stehen. Da ist ein Gulasch drinnen, wie der Herr Herzog gern hat. Und ich schon seiner seligen Frau immer hab kochen dürfen. Ach, ich hab schon immer wissen wollen, an was die arme Selige gestorben ist. Bitte, bitte! Meine Damen. Na, sagst nicht Damen in Mehrzahl, weil das beleidigt mich. Hier ist ja nur eine und Dame. Und das bin ich. Und darum brauche ich auch weiters keine Worte an Sie verlieren. Ich werde es auch nicht missen, weil ich Sie jetzt hinaushaue. Sie haben gar nichts zu suchen da. Das ist die Agentur von Herrn Franz. Und wenn er nicht da ist, bin ich da. Ich bin seine Stellvertretung, solange er noch auf Erden ist. Und was Gegenteiliges ist mir derzeit nicht bekannt. Ja, nur an sich hat der Franzi den Waldemar als seinen Stellvertreter. Oh, Sie sind ganz still, ja? Sie hergelaufener Bemsi. Ja, das ist hergelaufener Bem, ist nicht schlecht. Lach uns nicht so blöd. Ja, was ist denn da los? Herr Herzog, helfen Sie mir. Die Person, die geht auf mich los, dass einem Angst und Bang wird. Schauen Sie sich nur deren Augen an. Die ist gerade zu einem Mordfee. Richtig, jederzeit. Aber liebe Frau Wabra. Ihre Liebe. Und Sie tut sich im Ton vergreifen. Sie liest an der Falleiopa Sie. Also das ist jetzt genug. Das ist mir zu viel. Mit genau so einer bin ich jetzt gerade im Taxi gefahren. Was gehen mich Ihre Verirrungen an? Davon möchte ich gar nichts hören. Pfui Teufel. Lassen Sie meinen Herzog in Ruhe, meinen Herrn Herzog. Aber mit Vergnügen, den können Sie ihn behalten. Nicht mit der Feuerzange tätig nach dem greifen. Und wenn ich einen Randl auf dem Schreibtisch finde oder einen Fettfleck, na, da können Sie ihr Testament machen. Ohne Notar, weil dazu werden Sie keine Zeit mehr haben. Das ist ein Weib. Na, servus. Sie müssen einen Geschmacken haben, Herrns. Jens, seien Sie bitte nicht so blöd, wie Sie von Natur aus sind. Also das muss ich mir jetzt aber wirklich nicht, bitte. Ich habe Zeugen. Haben es alle Anwesenden gehört, dass ich von Natur aus blöd bin? Ja, ja, das haben wir gehört. Dann bin ich schon zufrieden. Das kommt in den Tagesbericht, bitte. Ich bestehe darauf. Jawohl. So. Und Sie haben jetzt aber was Kräftiges verdient, Herr Herzog. Da ist ein Gulasch drin. Der lebt ja, aber jetzt nicht, bitte. Na gut, dann lasse ich es halt da und Sie tun sich's nachher aufwärmen, gell? Tun Sie mir versprechen, dass Sie das tun ja, werden. Ja. Die Herren werden bitte drauf aufpassen, ja? Ich wärme Sie mit meinen eigenen Händen. Ah, Sie sind ein Kavalier von oben bis unten. Danke. Ja, also, ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Herr Herzog. Auf Wiedersehen, die Herren.
Wenn Sie lächeln, sind Sie am schlimmsten. Na und? Was liegt an? Ach so, ja. Ja? Ein Auftrag nur heute, bitte sehr, Herr Chef. Sag's nicht, Chef, zu mir, es macht mich nur nervös. Nur ein Hundi zum Gassi führen. Aha. Und wann? Jetzt. Präzise vor einer Stunde. Wo ist es denn? Sie haben es ja zuletzt gehabt. Nur die Leine. Und die ist da. Jesus. Was? Herzl. Na, Herzl. Hast dich versteckt, was? Wie die wilden Weiber über uns hergefallen sind. Na, zitterst, gell? Na, bist ja auch nur ein Mandel, du armes Ficht, du. Ja, das ist. Grüß Gott, Herr Herzog. Ja, grüß dich, Sascha. Morning. Ha, lernen Sie es Englisch? Bitte? Lernen Sie es Englisch? Ja, nur hören. Ja, bitte, dabei lernt man es doch. Aber das will ich doch gar nicht, Herr Herzog. So? Es ist nur, wie soll ich es Ihnen erklären? Sie werden bitte jetzt nicht lachen. Also, ich meine, lachen, ich lache nicht. Bitte, wirklich nicht. Ja, schwer's. Herr Herzog, es geht mir um die Marken, ja? Ja. Die ausländischen. Nee. Marken, verstehen Sie? Ja, Marken. Die Briefen haben doch alle Marken vorne ja. draufgepickt, ja? Und ich möchte halt so gern hören, wie sie klingen, die Marken, die ausländischen, ne? Dass man irgendwie dort, obwohl man eigentlich da ist, ne? Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich, ja. Fernweh, ne? Nix verstehen Sie, lieber Herr Durze. Ich bin doch viel lieber da, doch viel schöner hier. Weil wenn ich dort war, würde ich nichts verstehen. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Ja, ich muss jetzt gehen, es eilig. Das ist doch da, wohin gehen Sie denn her? Ja, mein Büro muss ich absperren. Dann sperren Sie auf Ihr Büro. Um 8 Uhr. Das ist 3:15 Uhr. Ja, darum haben wir es ja eilig. Was der Franz mir an, da habe ich die Ehre. Gut bei! Keine Ahnung vom Englisch. I can see a blick, let's go. Chef, dass du da bist. Ja, ja, auf mit dem Chef. Was ist denn? Drinnen sitzt eine Dame. Ja, und? Gut, dass Sie da sind, Chef. Ja. Da drinnen sitzt ist eine Dame, ja. Was flüstert's denn so? Ja, weil sie will nicht mit uns reden. Nur mit dir? Ja, wahrscheinlich was Ernstes oder noch schlimmer. Was Privates. Ich hab keine private Dame. Ne? Herr Herzog, ja, Sie. Dass Sie nur endlich da sind. Sie waren mein erster Gedanke heute in der Früh. Ja, wieso denn? Was ist denn passiert? Haben Sie ein Taschentuch? Ja, verteidigt. Ja. Ich glaube, ich weine gleich. Bitte. Sie waren meine letzte Hoffnung, Herr Herzog. Bitte, 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 Sie müssen mir helfen. Ja, gern. Was ist denn passiert? Mein Enkel ist entführt worden. Was, entführt? Ja, ja. Heute war über 6 in der Früh. Gottes Willen. Ja, ich wollte ihn gerade zum Morgenturnen wecken. Ja. Da läuft's draußen an der Tür. Ich gehe hinaus aufmachen. Da stehen 3 Gestalten draußen, so mit Strumpfmasken vorm Gesicht. Und in der Hand haben sie Pistolen gehabt. Stellen Sie sich das vor. So noch was? Nie in meinem Leben habe ich eine Pistole vorm Gesicht gehabt. Nicht einmal im Krieg. Nie. Das hätte ja auch mein verstorbener Mann gar nicht erlaubt. Ja. Na ja, und die haben meinen Enkel mitgenommen, Herr Herzog. Herr Herzog, bitte, Sie müssen was tun. Ja, also was sagt denn die Polizei? Sind Sie wahnsinnig? Ich werde doch nicht die Polizei verständigen. Da weiß es doch sofort mein Sohn und meine schreckliche Schwiegertochter. Ja, also liebe, gnädige Frau, die erfahren es doch sowieso. Ich rufe jetzt die Polizei und Sie werden dort alles genau erzählen. Wenn Sie die Polizei rufen, springe ich aus dem Fenster, aber sofort. Gnädige Frau, das geht ja gar nicht auf, das klemmt ja. Ja, nein, nein, springen bringt nichts. Wir sind ja nur im ersten Stock, viel mehr Hochparterre, ja. Nicht sprungmäßig. Aber liebe, gnädige Frau, sind Sie doch vernünftig. In so einem Fall muss man die Polizei anrufen. Ja, aber die werden doch dann glauben, dass ich auf meinen Enkel nicht habe aufpassen können. Na, aber liebe Gene Frau, Sie haben doch keine Schuld. Kann doch niemand von Ihnen verlangen, dass Sie einen Gangster in die Flucht schlagen. Doch, das hätte ich tun müssen, aber das ist halt alles so schnell gegangen. Mein Enkel ist hereingekommen und ist gleich mit Ihnen mitgegangen. Was? Er ist mit Ihnen mitgegangen? Ja, da arme Kleine. Aha. Sitzen Sie bequem, ja. Gnädige Frau. Oder soll ich ein Polster aufbringen? Wie alt ist er denn, der arme Kleine? 15. Aha. Das ist merkwürdig. Und der ist gleich mit Ihnen mitgegangen? Oh.
Und die Gangster, sagen Sie, die sind in die Wohnung eingedrungen? Nein, eingedrungen sind sie nicht. Sie sind da gestanden und mein Enkel ist mit ihnen mitgegangen. Der eine hat noch gerufen, ich soll still sein, sonst passiert mir was. Ja, Herr Herzog, bitte, Sie müssen mir helfen. Sie sind der einzige Mensch, den ich in Wien kenne. Und Sie waren mir vom Anfang an schon so sympathisch. Bitte, bitte, Sie müssen den Philipp suchen. Ja, aber liebe gnädige Frau, wie kann er denn das in dieser Riesenstadt? Vielleicht haben Sie Ihr Enkel auch schon auf einen Ozeandampfer verbracht. Was rennt denn da für ein Blödsinn zusammen? Ozeandampfer, Ozean, wir haben doch kein Meer mehr. Aber ist doch ein Fall für die Polizei. Nur über meine Leiche. Na, warte mal, nur sag doch was. Naja. Niffa, können Sie die Gangster irgendwie beschreiben? Sagen wir, wie groß waren sie? Wenn man eine Pistole hat, muss man ja nicht groß sein. Aha. Das heißt also, sie waren klein? Nein, sie waren so ungefähr wie mein Enkel. Ja, so einen halben Kopf größer als ich. Also ungefähr so wie er? Ja, ungefähr. Nur der eine, der war kleiner. Das war ein Lilliputaner. Hätte aber auch sein können, dass er ein Zwerg war. Aha, na bitte, das klingt ja schon besser, nicht wahr? Was ist denn daran besser, wenn heutzutage schon kleine Zwerge große Knaben entführen können, hä? Ja. Haben Sie, liebe gnädige Frau, zufällig ein Foto Ihres Enkels bei sich? Ja, ein Foto habe ich da. Ja. Da. Mhm. Da lacht er. Aha, tatsächlich. Ja, da lacht er. Ja, das war noch bevor ich zu ihm gekommen bin. Aha. Also, du machst mich nervös, wenn du dich so aufwirst wie der Nick Knatterton. Na, also, ruf doch die Kieber an. Also, gnädige Frau, ich werde mit Hilfe meiner Assistenten versuchen, eine Ermittlung zu erlangen. Aber sollten wir bis abends nicht erreicht haben, dann müssen wir leider die Polizei verständigen. Also, Waldemar, du bist übergeschnappt. Ein Größenwahn hat ihn überkommen. Aus ist's. Ruhe! Jetzt möchte ich Antwort von euch beiden. Wer von euch zwei geht mit mir auf Ermittlung? Seit ich heute früh aufgestanden bin, habe ich heftige Kopfschmerzen. Ich ziehe mich zurück in meine Häuslichkeit. Bem ist ein Schwächling. So, gehst du also ins Bett? Jo. Gut, dann geht der Briefträger mit mir, der ist sowieso besser zu Fuß. Nein. Nein, Herr Herzog, das ist ein arger Irrtum, meine Wirben. Sagen Sie ruhig Chef zu mir. So, und jetzt keine Widerrede mehr. Das Büro wird geschlossen. Abmarsch! Ja, ja. Tatsache ist, ja, dass er wahnsinnig geworden ist. Ein Schub. Ja, sowas kommt vor. Speziell bei Leuten, die ihr Leben lang normal waren. Spätberufene nennt man sowas. Also ich muss Ihnen sagen, ein Glück. Na, was ist das? Was ist dein Glück? Dass ich heute meinen freien Tag hab und euch zwar da getroffen hab. Ein Glück für wen? Na, für den Herzog natürlich. Schauen Sie, der Bezirk da war ja früher mein Revier. Ach so? Und wenn der Herzog unbedingt Detektiv spielen will, hat er ja einen ortskundigen Mann zur Seite. Jetzt hört's auf, was hat denn unser Waldemar Herzog mit einem Detektiv gemeinsam? Überhaupt nichts. Ja, nicht einmal die Statur. Ein Detektiv ist drahtig, mit markanten Gesichtszügen. Ungefähr wie ich. Naja. Was soll das heißen? Also eine Chance gibt's. Hm? Er hat mich zur Seite. Ich bin der geborene Spürhund. Windhund, meinen Sie wohl. Hm? Übrigens, wieso sind Sie heute nicht dienstmäßig unterwegs? Immer am freien Tag nur, weil ich habe so ein unbestimmtes Gefühl gehabt und triff ich euch. Das ist denn ja, das haben wir notwendig gehabt. Nun, was ist? Also bitte, in der Gasse von Philipp fehlen 5 Buben inklusive ihm. Und 2 Gassen drunter ein Bruder von einem. Das soll das heißen, dass eine Massenentführung stattgefunden hat? Ja, also jedenfalls 2 sind unschuldig. Kommt's. Kommt's, gehen wir. Ist doch keine Altersheim-Extension. Kommt's, gehen wir. Wohin? Keine Antwort ist auch eine Antwort. So, was ja. Heinz Zauderer. Zauderer, also Namen gibt's. Ja. Ah, ja. So, was haben wir schon? Aha, da ist er.
Was machen Sie denn? Auf die andere Seite. Ach so. Ach so. Detektivmäßig. Und der Blödsinn, da sehe ich dann mehr. Bitte sehr. Heinz Zader von der 5. B? Ja. Wieso bist du denn heute nicht in der Schule? Ich bin krank. So. Was hast du denn für eine Krankheit? Masern oder so. Sagt das auch der Arzt? Der war noch nicht da. Und deine Mutter, ist die da? Nein, die ist arbeiten. Weiß sie, dass du krank bist? Nein, ich brauch das gar nicht wissen. Morgen gehe ich eh wieder in die Schule, wenn die Masern weg sind. In was wärst du denn heute dran gewesen? In Geografie. Also, weißt du, Masern, das ist nix. So kleine Krankheiten, weißt du, spontane Eintagskrankheiten, habe ich auch oft gehabt in der Schule, aber das hilft nichts. Ich gebe dir einen Rat. Du musst eine andere Krankheit aussuchen. Kopfschmerzen, heftige oder Bauchschmerzen, weil das kann man nicht kontrollieren. Aber es ist eine ganz andere Frage. Weißt du, warum dein Schulkollege Philipp heute nicht in der Schule ist? Nein. Der hat den Geo-Test schon gehabt. Und wo kann er denn dann sein? Vielleicht ist er ausgerissen wegen seiner Großmutter. Wegen der Großmutter? Abgehauen? Warum denn das? Die wirft ihm um 5 Uhr aus dem Bett, dann muss er turnen, dann trägt er ein Müsli und dann greift sie ihm noch an. Wohin kann er denn abgehauen sein? Das weiß ich nicht. Ich würde nach Amerika gehen. Na ja, mit Masern ist das auch nicht das Richtige. Na ja, gut, danke schön. Also jetzt setz dich hin und lern Geografie, weil irgendwann mal kommst du ja dran, gell? Also, servus. So, meine Herren, nächste Adresse ist nur 3 Gassen weiter von hier weg. Na, soll das heißen, wir klappern jetzt alle Schulstandel ab? Ja, natürlich. Der Herzog, das bringt doch nichts. Die Kidnapper müssen wir finden. Die werden wir schon finden. Ich habe die ganze Liste. Ich weiß nur nicht, wer von denen das ist. Das ist eine Detektivarbeit. Das sind doch alles Kinder. Also kommen Sie und steigen Sie ein. Da wohnt der Nächste, Julian Wein. Zurück. Das ist er. Geh nach. Woher wollen Sie das wissen? Instinkt. Los, auf die andere Straßenseite. Herr Herzog, meine Füße tun mir weh. Ich bin nicht mehr im Training, ich bin in Pension. Junger Mann, Sie gehen jetzt sofort in dieses Geschäft und beobachten ganz unauffällig, was dieser Bub kauft. Zu Befehl, Herr Herzog. Moment, halt, eine Tarnkappe brauche ich schon. Na, oh ja, das war früher mein Revier. Ich darf doch nicht erkannt werden, verstehen? Herr Herzog, bitte. Haben Sie noch nicht kapiert, um was es hier geht? Warum? Aber seit die Großmutter zu mir gesagt hat, dass er sofort mitgegangen ist, habe ich gleich gewusst, was ihr gespielt habt. Ja, ich auch. Was denn? Dann habe ich die Polizei auch nicht verständigt, damit der Bub nicht in Schwierigkeiten kommt. Ja, völlig klar. Also immerhin ein kriminelles Delikt. Ja, sonnenklar. Eine Entführung vorzutäuschen. Batteriendraht. Was? Batteriendraht und eine elektrische Weckuhr. Also wenn Sie mich als Fernseher fragen, der hat die Zutaten für eine Zeitbombe gekauft. Gottes Willen. Die Buben werden doch nicht so weit gehen und der Großmutter noch einen Schreck einjagen. Leuten Post, Expressbrief. Ja, woher soll ich nehmen? Aber nicht um Fragen. Leuten. Also eine Amtsanmaßung ist es. Und dann sage ich, wenn irgendwas passiert, ich bin nicht schuld. Ich bin's, die Post. Ich bin ein Expressbrief. Ein eingeschriebener. Thank you.
Stadt. Guten Tag. Bist du der Julian Wein? Ja. Können wir kurz mit dir sprechen? Tut mir leid, im Moment sind meine Eltern nicht da. Ja, deine Eltern brauchen wir nicht. Wir wollen mit dir sprechen, und zwar drinnen. Ja? Sind Sie irgendwer von einer Schulexpedition? Ja, sowas Ähnliches. Bitte schön. Danke. Also ich tue es eh nicht so oft. Also vielleicht ein oder zweimal im Monat. Da bleibe ich wegen meiner Radios zu Hause. Aha. Ja. Und ich könnte wirklich mal krank sein. Okay, wegen Krankheit fehle ich aber nie. Und außerdem habe ich nicht einmal einen Vierer im Zeugnis. Und wenn Sie mich jetzt hinauswerfen, ist mir das auch schon wurscht. Ich möchte sowieso Radiotechniker werden. Die heutige Jugend kann denken, ein bisschen was ich. Bitte schön. Das sind lauter Sozialfälle mit Mindestpension im staatlichen Altersheim. Blutsauger! Er bastelt wirklich nur Radios. Yeah. Na, so ein schönes Auto. So eines hat mein Vater gehabt. Hinten habe ich gerade noch Platz gehabt. Das gehört meiner Mutter. Oh, der gefallen solche Autos. Darf ich mir mal hineinsetzen? Aber das ist doch uninteressant. Wir sind doch nicht wie ein Auto hier. Das klingt ganz was anderes. Also, Julian, bist du mit dem Philipp? Bist du mit dem Philipp in deiner Klasse befreundet? Nein. Der interessiert sich auch nicht für meine Radios. Und hat er sonst irgendwelche Freunde in der Klasse? Ja, zwei. Den Oliver und den Florian. Aha, Oliver Graf und Florian Dulischer. Genau, die zwei fehlen heute auch in der Klasse. Mein Gott, war das eine schöne Zeit. Eng, aber schön. Julian, hast du eine Ahnung, wo die drei sich gerne treffen? Haben die einen Lieblingsplatz, wo sie immer zusammenkommen, wenn sie nicht in der Schule sind oder wenn sie nicht zu Hause sein wollen? Sie haben kein Verständnis, Herr Herzog, für schöne Erinnerungen. Ja, die sind so kindisch, über die kümmere ich mich überhaupt nicht. Ich meine, die spielen noch Räuber und Schadam. Hm. Ja, da gibt's hinten so einen Platz, da stehen abgeschleppte Autos von der Gemeinde. Autowracks, ohne Radios. Völlig uninteressant. Und wo ist dieser Platz? Ja, gleich dahinter am Gasometer. Danke, Julian, du hast uns sehr geholfen. Ja, da habe ich noch eine Frage. Ich meine, was geschieht denn jetzt mit mir? Na, nix. Du schaust weiter, dass du keine Vierer kriegst und dass du uns hier gesehen hast, das vergisst du ganz einfach. Du hast nichts gesehen und wir haben nichts gesehen. Servus. Fuß. Nicht einmal eine U-Bahn fährt daher. Und den Dreck, den's da hat. So kann ich gar nicht heimkommen, mein Vater schlagt mich. Ist eh so ein Putzteufel. Die ist den ganzen Tag sauberkeitsmäßig unterwegs. Da müssen Sie irgendwo sein. Kommt's. Na, kein Schritt, geh weiter. Ich renn dauernd hinter euch her wie ein Dämm. Und das Ganze an einem freien Tag. Bin ich ein Trottel. Was soll denn erst ich sagen? Hab's noch nicht begriffen, um was es hier geht? Oh ja. Selbstverständlich, ich schon. Und dann bitte erklären Sie mir es gefälligst. Was, erklären? Ja, bitte. Ihnen? Erklärungsmäßig bin ich da nicht beauftragt. Fragen Sie den Chef. Ja. Die Großmutter setzt den Buben so zu, weil die Eltern weg sind. Die behandeln ihn wie einen Ranger. Wenn wir der in der Früh zeitig aufstehen, Frühsport, dann kriegt er so ein Diätfrühstück, weil ein bisschen dicker ist. Und was gab's, wie in die noch tritt, nachmittag, nach der Schule? Na, jetzt versetzt sich einmal in seine Lage. Was würdet ihr tun? Also möglicherweise würde ich in Ruhe abwarten, bis die Eltern wieder mal zurückkommen. Hm? Ja, eben, ja. Na, und der Philipp ist halt ein bisschen ein romantischer Typ. Da hat er sich diese Entführung ausgedacht. Ja, ja, das Abwaschen allein, das war ihm zu banal. Jetzt hat er seine Freunde als Entführer engagiert. Sonnenklar. Genau wie ich rekognostiziert habe. Kann sein. Na, nichts kann sein. Ist ja so. Kommen die Entführer, einer davon ein Zwergel, das kann ja kein Zufall sein. Nicht? Und der Philipp geht hinaus, ohne eine Frage, ohne ein Wort geht er mit. Also, ich meine, das kann dann nur heißen. Dass er auf Sie gewartet hat. Auf mich? Auf den Führer hat er gewartet. Ich sage eh, auf den Führer hat er gewartet. Mein Gott, die heutige Jugend, kein Dings, nicht ein bisschen was ich. Nur Schulstangler. Schulstangler und Heroindingsler. Dealer. Was? Dealer. Haschler.
Der hat keine Ahnung. Es geht so. Um Gottes Willen. Hoffentlich das nicht. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Bolo Bolo mit Freedom. Mit der Wurst kommen wir leicht bis Sonntag aus. Ja, aber wir haben zu wenig Schokolade. Sei froh, dass überhaupt eine da ist. Nach dem blöden Müsli, das du die letzten Tage hast essen müssen, ist das eh schon ein Fortschritt. Eh, nur zu wenig ist da. Du bist echt verfressen. Dabei schaust schon aus wie der Garfield. Hör auf, du redest schon wie meine Großmutter. Na, die hat vielleicht geschaut, wie wir drei vor ihrer Tür gestanden sind. Wie ein Autobus. Schaut, dass der Christian nicht mitkommen ist. Einen Moment habe ich gedacht, die Alte trifft der Schlag. Ja, die nicht. Er hätte sie euch eine Watschen gegeben, wenn sie nicht so total weg gewesen wäre. Wir reden dann nicht mehr von ihr. Ich bin froh, dass ich es bis Sonntag nicht mehr sehe. Wer sind Sie? Da bist du in Deckung! Man richtet keine Waffen auf Menschen. Sonst gibt's nämlich. Das war eine Spritzpistole. Jesus, bin ich erschrocken, Herr Herzog. Ich hab schon geglaubt, Sie füsilieren mich. Ich glaub, Sie herzigen Buben haben echt die Waffen, kommt's aussteigen sofort. So, jetzt interessiert mich nur eins. Wo ist denn der dritte Entführer? Der Zecher Christian ist lieber ins Kino gegangen. Aha, wieso fehlt er dann nicht in der Schule? Weil er in eine andere Schule geht. Na ja, es wird deine Großmutter bald hier sein. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir ihr erzählen werden. Ne? Sie werden ja nicht die Wahrheit sagen. Ja, weißt du, mein lieber Philipp, das mit der Wahrheit ist eine sehr heikle Geschichte. Die kann sehr edel sein, die Wahrheit. Sie kann aber auch sehr verletzen. Müssen wir genau abwägen, wie viel so ein Mensch, drei wird genügen, wie viel Wahrheit so ein Mensch vertraut. Deine Großmutter, die liebt dich nämlich sehr, weißt du? Ach, tut sie nicht. Sie hat mich nur herumkommentiert. Ja, eben drum, weil sie dich mag, hat sie herumkommentiert. Weil Menschen, die man nicht mag, um den kümmert man sich ja nicht. Ne? Naja, auf ihre Kümmerei hat sie verzichten können. Willst du auch einen Kaffee? Ach, nein, danke. Ja, bitte ist zugegeben, dass es ein bisschen übertrieben war alles, aber das dürfte ja in einer Familie liegen, der Hang zu übertreiben. Die Geschichte mit der Entführung da, mit deiner Entführung, die ist ja auch ziemlich übertrieben, ne? Naja, mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Ja, nee, deiner Großmutter ist auch nichts Besseres eingefallen, als wie diese körperliche Ertüchtigung. Sie wollte deinen Eltern zeigen, dass sie alles besser weiß. Das ist oft so eine fixe Idee von Großeltern, da kann man nichts machen. Ja, und was sagen wir jetzt? Ja, die Wahrheit. Aber die Wahrheit, die deine Großmutter gesehen hat, nämlich die Entführung. Die richtige Wahrheit, dass du dahinter steckst, die würde sie ja sehr kränken. Danke. Na, bitte. Aber du kannst mir schon richtig danken, und zwar mit Taten, indem du dich als mustergültiger Enkel erweist, solange deine Eltern verreist sind. Das bisschen Turnen und das gesunde Essen darf dann Burschen mit dir nichts ausmachen. Das ist schon. Also pass auf, nur ich rede und du hörst nur zu, verstanden? Ah, Christian. Ist er da? Ja, ja, drin ist er schon. Und verletzt? Er war sehr tapfer. Ah, mein armer Kleiner. Haben Sie auch wirklich nichts getan? Wo haben Sie sich denn hingeschleppt? Ja, ja, in so ein... Ja, in ein Gangsterverlies. Ja. In ein Gangsterverlies, ja. Natürlich, so was haben die Leute. So einen dunklen Keller. Ja. Mein Gott, mein armer Philipp. Einen ganzen Tag in einem feuchten Verlies. Er schaut ja auch ganz blass aus. Mhm. Tut dir wirklich nichts weh? Nein, ich hab nur Hunger. Daran habe ich gedacht, ja. Ich hab dir was mitgebracht. Einen Kraftriegel. Auch gut. Ohne Zucker, aber mit sehr viel Vitaminen. Ist schön. Ja, ja, ist nur schön. Du brauchst sowieso eine Kraft nach den heutigen Erlebnissen, ne? Ja, Herzog. Ich hab's ja gewusst, dass Sie es schaffen werden. Das war nicht so schwer. Eine Aufgabe wie für Sie gemacht. Schließlich kommt selbst für die bescheidensten Kreaturen in Gottes Tiergarten der Tag, an dem sie sich einmal nützlich machen können. Und ich habe ihnen dazu verholfen. Es ist doch sehr schön, dass wir uns kennengelernt haben, nicht wahr? Das ist wunderschön. Sie müssen sich ja ganz
ganz gehoben vorkommen. Ja, ja. Ja, und jetzt erzählen Sie mir, wie haben Sie die Gangster überwältigt? Naja, also, erst einmal habe ich... Nein, sagen Sie mir nichts. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Nein, dass Sie mir das erzählen mit den Aufregungen. Nein, das könnte Sie niederstrecken, ja, da vor meinen Augen. Wenn Sie auch noch nicht sehr alt sind, aber ein bisschen ältlich sind Sie schon. Und da muss man sowas vermeiden. Besonders, wenn man so aussieht, als hätte man nicht die beste Konstitution. Ja, wenn Sie auch nicht so rundlich sind wie mein kleiner Philipp. Aber es wäre schon sehr gescheit, wenn Sie ein bisschen turnen würden. Kommen Sie uns doch einmal besuchen, so auf eine halbe Stunde. Ja, gleich morgen um 17:30. Na, danke. Das ist eine verlockende Einladung. Ja, leider habe ich um diese Zeit einen ganz wichtigen Termin. Das macht nichts. Komm, Philipp, wir müssen gehen. Du musst ins Bett. Ja. Du musst ins Bett. Früh aufstehen und früh ins Bett. Da wird erst ein richtiger Mensch aussehen. Und da kann man steinalt werden. Schauen Sie mich an. Bei seinem Großvater habe ich es auch so gehalten. Aber der hat es ja vorgezogen, sich mit 65 schon ins Jenseits abzusetzen. Das ist eigentlich rücksichtslos von ihm. Lässt eine einsame Frau hilflos zurück. Na ja, Männer. Na, Philipp, komm. Komm, Philipp. Schauen Sie sich das an. 3 Tage unter meinen Fittichen und bewegt sich schon viel straffer. Ich ziehe es in Erwägung, ein paar Tage länger bei ihm zu bleiben. Oma. Ja, das wäre aber sehr gescheit, ja? Danke, Herr Herzog. Danke vielmals. Hat mir mein Sohn geborgt für Sie, die Turnkassette. Weil ich finde, Sie sollten ein bisschen Bewegung machen. Das ewige Herumsitzen in der Operagentur, das tut Ihnen gar nicht gut, nämlich. Wie spät ist es? Was? Wie viel Uhr? 7:30, circa. Stellen Sie den Dreck ab. Was? Hinaus. Ich weiß ja, dass Sie mich eigentlich gar nicht brauchen. Und dass ich nur einmal in der Woche zu Ihnen kommen darf, weil ich Ihnen so erbarmt habe. Ja, mein Erbarmen lässt aber jetzt rapide noch. Ich habe Ihnen ja nur eine Freude machen wollen mit der Turnkassetten, gesundheitlich gesprochen. Ich pflege meine Gesundheit in den Morgenstunden im Bett. Ja, aber bitte, wo Sie doch um Punkt 8 die Operagentur aufsperren müssen, solange der Herr Franz nicht da ist. Na, eben drum. Und jetzt, wo schon 7:30 ist? Warum haben Sie mich nicht geweckt? Geh weg. Guten Morgen, Herr Herzog. Guten Morgen. Kinder, guten Morgen. Kein Kaffee? Dann noch ein Briefträger. Guten Morgen. Am nächsten Morgen. Der Tag fängt gut an. Ja, man soll als Pensionist kein Unternehmer werden. Noch dazu in einem Unternehmen, wo es eh so schlecht geht. Also bei dem Geschäftsgang müsste man die Operagentur eigentlich verstaatlichen lassen. Und die Verluste kennt man ganz schön leben. Der Franz fängt ja schon an. Bayerbach, ne? Dann kommt Mallorca. Liefkastelfirma wird er gründen und dann wird er seine blöden Tagespläne per Luftpost schicken. Ja, guten Morgen. Ich wäre schon ausgewachsen aus ihren Ruckern. Aber ich werde ganz einfach die Annahme verweigern. Ich bin ja kein Trottel. Ich trage nichts hin in die Firma, trage nichts weg. Ein Betrieb, der eh nichts tragt. Ich bin ja nur der Stellvertreter. Ja, aber man soll als Pensionist kein Kapitalist werden, weil das unterbricht nur den Läuterungsprozess der Bescheidenheit. Ja, bitte, das wird der Franz eh nie verstehen. Ja, bitte, ich verstehe das nicht. Ich selber war zwar gestern wirklich nicht da, aber das Büro war natürlich den ganzen Tag über besetzt. Mein Stellvertreter...
Ja, das bedauere ich zutiefst, gnädige Frau. Aber vielleicht könnten wir den Auftrag heute. Nein? Ah, das war nur ein Beschwerdeanruf. Na ja, bitte, es tut mir auf. Aufgeweckt. Kannst du ja rufen? Frau Barbara? Franz, wieso bist denn du da? Ich habe das Büro aufgesperrt. Pünktlich um 8 Uhr. Entschuldige, aber ich habe gestern einen sehr anstrengenden Tag gehabt. Bin durch die halbe Stadt gelaufen. Ich hatte eben den Anruf einer Dame, die angegeben hat, dass sie gestern ununterbrochen hier angerufen hat wegen eines Babysitter-Auftrags. Aber es hat sich niemand gemeldet. Das will ich dir ja gerade erklären, Franz. Der Novak hat nämlich gestern gesagt, dass er Kopfweh hat. Ach, der Novak hat gesagt, dass er Kopfweh hat. Ja. Ja. Die Tagespläne hast du auch nicht ausgefüllt. Nicht einen einzigen. Ich wollte es ja ausfüllen, es war ja nichts los, außer dass der Novak Kopfweh gehabt hat. Es hat ja auch nichts passieren können, weil ja niemand da war. Wieso bist denn du schon zurück? Es hat mir nicht mehr gefallen, lauter alte Leute. Jetzt kann ich ja gleich da sitzen und euch drei anschauen. Ne? Ich habe gestern einen sehr schwierigen Fall gehabt. Ganz eine schwere Geschichte war das mit dem Karl Anton und mit meinem neuen Briefträger, mit den Jungen. Ne? Der Novak ist ja ausgefallen mit seinem Kopf. Ah ja, der Novak ist ja ausgefallen mit seinem Kopf. Hör doch auf mit diesen läppischen Ausreden. Du wirst mir doch nicht einreden, dass es ein Kind gibt, das zwei Babysitter braucht, um es zu beaufsichtigen. War nichts zum Aufpassen, war keine Beaufsichtigung. Dass du keine Führungspersönlichkeit bist, meine ich, das habe ich ja immer gewusst. Aber dass du nicht im Stand sein solltest, ein paar Tage hier an meiner Stelle auf diesem Sessel, das kann doch jeder Trottel. Es war eine Entführung. Eine was? Eine Entführung. Ich habe gestern eine Entführung aufgeklärt. So. Also hör zu, Franz. Gegen 5:30 läutet es an der Tür. Die Frau Weghofer macht auf. Er steht draußen, zwei Maskierte. Strumpfmasken, Pistolen. Und da ist ein Zwergerl noch dabei, also ein Lilliputaner. Und das waren? Ein Zwergerl und ein Lilliputaner. Möchtest du mich jetzt bitte in Ruhe arbeiten lassen? Ja, ich habe hier nämlich eine Menge aufzuholen. Franz, warum glaubst du mir nicht? Darüber können wir uns vielleicht einmal unterhalten, wenn du dich endlich entschlossen haben wirst, die Wahrheit zu sagen. Depp, der Franz. Er kann warten, bis ich noch mehr einen Deppen für ihn mache. Bis er schwarz wird, kann er warten. So, zum Glück. Was sind Sie ja? Gottes Willen, bitte nicht schon wieder. Ja, was ist denn höflich? Höflich grüßen können Sie wohl nicht? Oh ja, auf Wiedersehen. Nein, 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 warten Sie, ich habe einen Auftrag für Sie. Na, bitte. Für den gestrigen habe ich nichts verlangt, das war eine selbstverständliche Hilfe. Aber ja, deshalb habe ich Ihnen ja auch kein Geld angeboten. Das wäre geradezu ordinär bei der christlichen Menschenpflicht. Habe ich gerade dafür gebüßt. Ja, das reinigt den Charakter. So, und jetzt holt's mal ein Taxi auf. Ja, aber ich brauche kein Taxi. Das werden Sie doch noch können. Wir fahren in meine Wohnung und wir gehen alle Wege ab, die ich heute früh gegangen bin. Zum Fleischarzt, zur Gemüsehändlerin und in die Trafik. Warum denn? Das ist doch eine einfältige Frage, weil wir ihn finden müssen. Was ist er schon wieder weg, der Philipp? Aber wäre denn jetzt vom Philipp? Meinen Ring habe ich verloren. Meinen Ring, heute früh im Badezimmer habe ich noch gehabt und dann bin ich einkaufen. Tut mir leid für Sie, gnädige Frau, aber ich bin kein Detektiv. Ich bin ein ein Leih. Opa, ich weiß, aber das ist ja schließlich keine Aufgabe für einen rüstigen 70er. Ich bin ja noch gar nicht. Da ist er da.
könntest nicht winken. Jetzt ist er weg. Das ist Ihre Schuld. Tut mir leid, dass ich Sie verärgert habe. Ja, das können Sie gar nicht. Wer mich ärgert, das bestimmt immer noch ich. Ja, jedenfalls, ich will Ihren Ring nicht suchen. Das, ob Sie wollen oder nicht, ich will den Ring wieder haben. Wir sind zwei echte Perlen, ein Geschenk von meinem Dahingegangenen. Es heißt zwar, dass Perlen schenken Tränen bedeuten, aber geweint habe in dieser Ehe. Nicht ich, das können Sie mal glauben. Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ja, ja. Da kommt der Taxi. Halt, Taxi! Steigst du rein? Das werden Sie doch allein kennen. Ne? Es wäre absolut möglich, dass mir der Ring gestohlen worden ist. Vom Fleischer. Der Schild. Ja, aber das ist so schwer möglich, dass der Fleischer, man, das hättest du merken müssen, wann der Fleischer den Finger, also den Ring vom Finger. Reden's nix, denken's lieber, soweit Ihnen das überhaupt möglich ist.